Hi, das letzte Video dieser Art ist bei euch super gut angekommen. Da habe ich nämlich den Liquid... Oje, wie heißt das jetzt? Super. Aber ich blende euch das Video auf jeden Fall ein. Das ist, glaube ich, der Liquid Lip Color von MAC. Den habe ich eben so getestet, habe euch im Laufe des Tages mitgenommen. Und dann eben einfach gezeigt, wie lange dieses Produkt auf jeden Fall auf den Lippen hält, ohne dass man das eben neu auftragen muss. Ihr fandet diese Videoidee total gut, deswegen habe ich euch auf Facebook und auch auf Instagram abstimmen lassen, welche matten Liquid Lipsticks ihr als nächstes sehen wollt. Also eben solche in so einer Form, also wie ein Lipgloss, allerdings hält das Ding wie ein Lippenstift. Und ihr habt euch für Bare Minerals, die Gen Matte Nudes entschieden. Ich trage jetzt heute die Farbe Juju auf und nochmal ganz kurz zu dem Video an sich, weil es nämlich auch ein paar Leute in den Kommentaren geschrieben haben, so naja, irgendwie ist doch der Test so ein bisschen schwachsinnig. Ist ja wohl klar, dass wenn ein bisschen was abgeht, dass man das dann eben nachträgt. Eigentlich schon, im Alltag natürlich, so ist es. Also wenn man jetzt morgens aus dem Haus geht, ist es ja klar, dass man den Lippenstift, den man eben sich drauf gemacht hat, auch mitnimmt, damit man den eben, falls er abgeht, nochmal auftragen kann. Aber ich will ja einfach nur die Haltbarkeit des Lippenstifts testen. Also wie lange ist das Produkt generell haltbar? Und wann verschwindet es und so weiter. Und deswegen korrigiere ich eben nicht, falls es dann doch mal irgendwie verschwindet oder sowas. Also halt nur jetzt in Extremfällen wie nach dem Essen oder sowas. Nochmal auf jeden Fall was zu Bare Minerals. Das ist eine Naturkosmetikmarke. Dieses Produkt an sich wurde mir zum Testen zugeschickt. Und zu den Gen Matte Nudes ist Folgendes zu sagen, die haben so ein Cream to Matte Finish, also das heißt, sie sind anfangs cremig, auch cremig auf den Lippen und dann werden sie eben matt. Also sobald man das aufgetragen hat, werden sie matt und auch wirklich super matt. Dann ist der Applikator, ist einfach so ein kleines Schwämmchen. Der kommt auch eigentlich, wie ich finde, genau die richtige Größe für meine Lippen raus. Also ich mache das ja immer so, wie ihr sie jetzt auch im Auftrag gleich seht. Zuerst unten auf die Lippenmitte und dann verstreiche ich das so nach außen. Und ich finde es bei diesem Produkt vor allem ganz gut, dass das Produkt eher in der Mitte ist von dem Schwämmchen. Und deswegen, also außen an den Rändern ist meistens kein Produkt da. Und damit versuche ich dann auch meine Lippenränder zu machen. Also das heißt auf jeden Fall, das bisschen, was da drauf ist, reicht komplett für meine Lippen aus. Ich finde den Auftrag auch sehr, sehr angenehm und auch sehr leicht. Der Lippenstift fühlt sich cremig auf den Lippen an, nicht austrocknend, also im Moment zumindest. Und wirklich sehr angenehm und ich spüre ihn eigentlich auch eigentlich gar nicht. Und ansonsten muss ich sagen, bei dem Auftrag, ich hatte vorher noch eine Lippenpflege drauf, die ist aber eigentlich eingezogen, sodass, wenn überhaupt, dann hatte ich noch 10% Produkt von der Lippenpflege drauf. Ansonsten waren die Lippen nackt sozusagen. Genau, also so viel zu den Details, zu dem Produkt und zu dem Auftrag und so weiter. Jetzt ist es genau, 12.16 Uhr. Ich weiß, ich starte sehr früh, gell, mit so einem Test, aber geht halt nicht anders. Ich kann immer nur dann drehen, wenn jemand auf meine kleine Tochter aufpasst. Also das heißt 12.16 Uhr. Ich muss jetzt noch ein Video drehen oder zwei. Schauen wir mal, wie viel ich schaffe. Und danach ist mein Tag eigentlich recht langweilig. Also ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag zu Hause sein. Und das höchste der Gefühle wird vielleicht ein Spaziergang sein. Aber naja, schauen wir mal, eben wie dieser Lippenstift den Alltag übersteht. Also viel Spaß! Das Video habe ich gedreht, ich bin jetzt komplett fertig und so sehen die Lippen aus nach stundenlangem Reden. Naja, also ich habe jetzt glaube ich 40 Minuten Material oder sowas. Der Lippenstift hält noch super, also es fühlt sich auch noch super an. Immer noch cremig und immer noch nicht trocken. Es gibt was zu essen und ich habe auch schon so krass Hunger. Und dann zeige ich euch natürlich, ob es dann der Lippenstift überlebt hat oder nicht. Und auf jeden Fall freue ich mich schon aufs Essen. Bis gleich! Was ich jetzt gerade eben in der Aufnahme gesehen habe, als ich jetzt gerade nochmal geguckt habe, wie ich gedreht habe, also nach eineinhalb Stunden, ich habe ja wirklich sehr viel geredet, auch wenig getrunken leider. Da sammelt sich so ein bisschen
Lippenstift in den Lippenrändern an. Also hier, seht ihr das? Sieht echt unschön aus. Das passiert mir leider mit sehr vielen Lippenstiften, keine Ahnung, woran das liegt. Mit diesem dann leider auch. Es ist jetzt nicht so gravierend und ich meine, mir ist es ja vorher nicht mal aufgefallen, sondern erst in der Aufnahme. Das heißt ja, es ist jetzt nicht allzu schlimm, aber wollte ich nur mal gesagt haben. Nach so circa 1,5 Stunden sammelt sich dann was in den Ecken. Und nach dem Essen ist der Lippenstift natürlich komplett weg. Beziehungsweise am Rand, also hier am Rand ist er noch da. Aber in der Mitte komplett weg. Es fällt nur nicht so extrem auf, weil es halt sehr nah an meiner Lippenfarbe ist und deswegen sieht es jetzt nicht allzu schlimm aus, wie jetzt zum Beispiel mit einem roten Lippenstift oder so. Aber eben von fettigem Essen ist das Ding natürlich weg. Ich trage jetzt einfach nur den Lippenstift auf, ohne jetzt alles nochmal abzumachen und neu zu machen, so wie man das halt auch normalerweise im Alltag machen würde. Und merkt ihr einen Unterschied? Ich nicht. Ich finde, das sieht alles aus wie frisch aufgetragen. Also er sieht an keiner einzigen Stelle irgendwie dunkler oder sonst was aus. Also alles tipptopp. Es gibt ja manchmal, wenn man den Lippenstift schichtet, also zum Beispiel, wenn man noch ein bisschen Lippenstift übrig hat und dann darüber einfach eine neue Schicht gibt, dann hat man teilweise den Effekt, dass es halt an den Stellen, wo der alte Lippenstift auf den neuen Lippenstift kommt und dass dann diese Stellen dunkler werden. Das hier ist hier nicht der Fall bei dem... Gott, das ist die Tür. Das ist nicht der Fall. Sieht alles tipptopp aus und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt noch weiterhin so hält. Ein kleiner Zwischenstand und zwar habe ich vorhin mit meiner kleinen Tochter gespielt und anders als bei dem Liquid Lip Color von MAC ist dieses Produkt nicht kussfest. Also das heißt, ihr müsstet meine Tochter mal sehen, ihr ganzes Gesicht war... Ja, beziehungsweise ich habe natürlich rechtzeitig aufgehört, aber ja, leider ist das nicht kussfest. Also das heißt, es färbt ab und ich denke, würde ich jetzt nochmal so machen? Ja, seht ihr das? Schade. Naja, genau, das als kleiner Zwischenstand. Also ich sitze jetzt am PC und schneide, solange die Kleine schläft. Und währenddessen gibt es, Moment, hier einen Kaffee. Wie ihr an meinem glänzenden und müden Gesicht, obwohl ich eigentlich einen Kaffee getrunken habe, aber irgendwie hat er nichts gebracht, ja, wie ihr eben an meinem müden Gesicht erkennen könnt, ist es schon eine Weile später und nach dem Kaffee, also diesen Kaffee hat eben der Lippenstift leider nicht überlebt. Das einzig Gute ist, es fällt halt nicht so auf, aber halt einfach, weil die Farbe halt so ist, ne? Ansonsten ist er wie auch nach dem Essen vorhin, am Rand ist er noch da und in der Mitte ist er komplett weg. Und was ich auch sagen muss, die Lippen fühlen sich jetzt mittlerweile trocken an. Also vielleicht auch, weil der Lippenstift weg ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall trage ich den jetzt nochmal auf. So würde ich das ja auch im Alltag machen. Und sagen wir es mal so, also eben Essen und Kaffees überlebt der Lippenstift nicht. So viel halten wir fest. Das ist jetzt mein letztes Update. Das letzte Update deshalb, weil wir jetzt nachher noch zu Abend essen und dann unsere Kleine ins Bett bringen und und danach machen wir auch nichts mehr Großartiges, deswegen bringt es nichts, den Lippenstift nochmal nachzutragen. Ich habe jetzt vorhin noch einen Muffin gegessen, da hat sich der Lippenstift ein bisschen abgetragen, allerdings nicht gravierend. Ich würde ihn eigentlich auch nicht nochmal nachtragen. Dann, was kann ich noch zu dem Produkt sagen? Es ist sehr angenehm auf den Lippen. Meine Lippen fühlen sich jetzt einen Hauch trocken an, aber es geht. Also wahrscheinlich halt wirklich, weil etwas Produkt weg ist. Ansonsten, wenn man das Produkt frisch aufträgt oder gerade aufgetragen hat und es gleichmäßig auf den Lippen ist, fühlt es sich wirklich angenehm an. Es ist jetzt nicht das von der Haltbarkeit jetzt das beste Produkt. Man muss es schon öfter nachtragen, aber wenn man wirklich nur Wasser trinkt oder irgendein nicht extrem fettiges Getränk und sonst nichts isst oder sowas, dann hält es wirklich sehr, sehr gut, ohne sich jetzt unschön irgendwo abzusetzen und dass es halt extrem, extrem schlecht aussieht. Das heißt, es ist wirklich ein solides Produkt. Würde ich auch nochmal, auf jeden Fall mir nochmal andere Farben anschauen, weil es halt einfach so angenehm ist vom Tragegefühl her. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr so ein bisschen gesehen habt, wie das Produkt sich so verhält. Schaut euch doch vielleicht noch das Pendant dazu von diesem Liquid Lip Color von MAC an. Also, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in meinem nächsten Video. Ciao!